Europa vor etwa 10.000 Jahren. Hund und Mensch gewöhnen sich langsam aneinander. Je zahmer die Nachkommen der Wölfe, desto eher werden sie in die menschliche Gemeinschaft aufgenommen. Einige tausend Jahre später, Hund und Mensch sind längst ein festes Team. Viele Exemplare finden sich sogar problemlos in einem Haushalt des 21. Jahrhunderts zurecht. Doch wie wurde aus dem Raubtier Wolf ein zahmes Haustier? Wissenschaftler des Max-Planck-Institutes für evolutionäre Anthropologie in Leipzig gehen dieser Frage auf den Grund. Wichtig für das Zusammenleben ist das Verständnis. In einem speziellen Versuch testen sie, wie genau ein Hund die Gestik des Menschen deuten kann. Ein Stück Futter verschwindet hinter einer Sichtblende unter einem Napf. Gestik und Mimik verraten dem Hund, wo es sich befindet. Für das Tier kein Problem. Um die Bedeutung des Versuches zu verstärken, wiederholen die Biologen das Experiment mit den uns im Tierreich nächsten Verwandten, den Schimpansen. Für die Schimpansendame Gertruida, kurz Trudi, versteckt die Max-Planck-Wissenschaftlerin eine Frucht unter einem Becher. Der Ablauf des Versuches gleicht exakt dem Experiment mit dem Hund. Doch die Schimpansin kann mit den Hinweisen anscheinend wenig anfangen. Von einigen Zufallstreffern abgesehen, zeigt Todi regelmäßig auf den falschen Napf. Für die Biologen eine überaus interessante Beobachtung. Weil die Affen solche einfachen menschlichen Gesten einfach nicht verstehen und sehr, sehr lange brauchen, um das zu lernen. Während Hunde das können, da kann man jetzt wieder denken, okay, die haben das im Laufe ihres Lebens gelernt. Aber nein, Welpen, die so gut wie keinen Kontakt mit Menschen hatten, können das auch. Aus, Ambula, aus! Wie weit diese scheinbar angeborene Fähigkeit des Hundes, den Menschen zu verstehen, geht, testen die Biologen in einem weiteren Versuch. Fressen ist diesmal verboten und der Hund wird mit strengem Blick überwacht. Bange Minuten vergehen, bis das Verlangen größer ist als die Angst, das Fressverbot zu überschreiten. Ambula, aus! Der Versuch wird wiederholt. Diesmal ist die Max-Planck-Wissenschaftlerin allerdings abgelenkt. Und schon nach kurzer Zeit traut sich der Hund zu fressen. Im Laufe der Jahrtausende hatten die Tiere, die den Homo sapiens am besten verstehen, in der menschlichen Gemeinschaft klare Vorteile. So lernten die Nachkommen des Wolfes von Generation zu Generation die Gestik und Mimik des Menschen zu interpretieren und passten ihr Verhalten dem menschlichen Umfeld an. Ja, also selbst wenn der Waschmaschine ausräumt, das ist nicht unnatürlich, also das würde ich nicht bezeichnen, weil für den Hund ist die natürliche Umgebung inzwischen der Mensch. Und solche Sachen, wenn die Hunde so etwas lernen, dann ist es quasi ein Spiel für die. Und dieses Spiel wird noch so einige Jahrtausende anhalten.